Hallo liebe Freunde, heute stelle ich euch das BlueBull X550 vor. Ich hatte euch das schon im Unboxing gezeigt. Ich fasse hier noch mal kurz das Unboxing zusammen für alle die, die das noch nicht gesehen haben. Zwei Worte vorher. Seid nicht enttäuscht über die Performance des Handys. Man kauft es nicht wegen der Performance, man kauft es wegen diesem hervorragenden, leistungsfähigen Akkumulator. So, bereiten wir das Ding vor. Wir legen eine SIM-Karte ein und eine Speicherkarte ein. Ich zeige euch wie. Achtet auf die Markierung am Gehäuse. Genauso legt ihr die Dinge ein. Problemlos einlegbar, da verklemmt sich nichts, verhakt auch nichts. Bemerkenswert ist, dass sogar eine Mini-SIM einlegbar ist. Nachdem wir geprüft haben, dass sie gut sitzen, schließen wir den Deckel. Ihr merkt, er klipst gut ein. Dann schauen wir mal, welche Überraschung uns das Handy bietet. Nachdem wir es einschalten, natürlich erstmal wieder eine Begrüßungsmelodie, nicht jeder mag so etwas. Wir nehmen diese Verkaufsschutzfolie ab, betrachten das nochmal, um einen kleinen Eindruck von der Geometrie des Handys zu erhalten. Ihr seht, also unten sind keine Öffnungen im Gehäuse, das sind zwei Lautsprecheröffnungen, oben Kamera und Flashlight, hier oben die beiden Eingänge für Kopfhörer und für USB-Ladekabel. Und schon entsperren wir das Handy und uns kommt ein relativ simpler Launcher entgegen. Ich habe euch ein bisschen was vorbereitet, gehen wir einfach mal durch. Zuallererst schaut man sich natürlich die Einstellung des Handys an. Die klappere ich natürlich jetzt nicht alle ab, sondern ich zeige euch so ein paar wichtige Einstellungen. Zuerst gehe ich meistens in das Display. Ihr seht hier, es ist eine Helligkeitssteuerung des Displays einstellbar. Ich kann also die Helligkeitsstufe, auf die adaptiv geregelt werden soll, einstellen. Dann schaue ich immer, gibt es hier eine WLAN-Verbindung zu einem anderen Display? Ist nicht der Fall, also ein WLAN-Display ist hier leider Fehlanzeige. Dann schauen wir uns mal den Speicher an, Telefonspeicher, SD-Karte. Der Telefonspeicher ist nochmal unterteilt im internen und in dieser internen SD-Karte. Uns stehen 4 GB zur Installation von Programmen und der Rest für die Daten der Apps zur Verfügung. Interessant ist der RAM, 2 GB langkreuzig gerade, ja, seht ihr. Habt ihr auch noch nicht nach dem Einschalten vollbringen müssen. Natürlich braucht ihr ein Google-Konto, um weitere Anwendungen zu installieren, lässt sich hier einrichten. Dann schauen wir nochmal, ist denn aktuelle Firmware auf diesem Handy? Da gibt es ein Software-Update über das WLAN. Wir prüfen, ob eine Aktualisierung vorliegt. Keine Aktualisierung, also der Versender lieferte das Handy mit einer aktuellen Firmware aus. Ja, jetzt habe ich euch zwei solche Shortcuts in einer Gruppe vorbereitet. Antutu. Ich führe den Test natürlich nicht aus, den habe ich vorher schon ausgeführt. Mit knapp 20.000 Punkten ist das Ding natürlich nicht gerade ein Monster, ein Leistungsmonster. Warum? Das seht ihr hier, da ist also ein MT6735 SoC installiert mit einer maximalen Taktfrequenz von 1 GHz und 4 Kernen. Das ist ein 64-bitiger SoC. Wird momentan im Android hier nicht genutzt.
5-Finger-Touch-Display ist auch keine Überraschung. Scrollen wir noch ein bisschen durch, um uns ein paar andere Werte vor Augen zu führen. Sensoren, ja, da sind 3 Sensoren drin, die minimalistisch sind, aber ausreichend für die Grundfunktion des Handys sind. Einen Kompass gibt es nicht. Interessanter ist der zweite Test von Antutu, nämlich welcher Codec ist installiert, wie verhält sich das Display. Habe ich auch schon ausgeführt, den Score könnt ihr ablesen. Wie verteilt sich das? Also 10 Codecs sind voll funktionsfähig, nur 2 sind sozusagen nicht so recht funktionsfähig, sind aber keine, die gewöhnlich benutzt werden. Also für Abspielen von Videodateien und für MP3 Musik ausreichend. Jetzt schauen wir uns das Display wenig an. Es gibt keine Dead Pixel Szene, nichts zu sehen. Wir schauen uns die einzelnen Farben an. Schauen wir uns die graue Skala an. Also ist ein gutes Display mit normalen Werten. Gehen wir in eine weitere Gruppe. Schauen wir uns nochmal die Sensoren etwas im Detail an. Es sind also diese 3 Sensoren installiert und mehr nicht. Die LED-Message ist also funktionsbereit, allerdings nur in einer Farbe. Ich gehe da immer in diesen Disco-Mode, um zu sehen, kommen da mehrere Farben. Das ist ein bisschen gelblich erschienen, ist auch noch nur aus der schrägen Kamerahaltung zu sehen. Es gibt außer Rot keine weitere Farbe, aber immerhin ist eine vorhanden. Ja, ich gehe immer gerne in diesen Engineering-Mode, um vielleicht mal zu prüfen, wie geht es dem GBS. Wir werden gleich sehen, momentan hat er keinen Fix. Versucht das noch 2-3 Mal während meines Testes, aber bezüglich GBS gibt es ein eigenes Video, schaut euch das an. Wer das Handy für GBS benötigt, sollte sich dieses Video unbedingt mal vor Augen führen. Signalstärke ist normal, da gibt es auch keine Abweichung, keine Ungewöhnlichkeiten. Interessant sind die WLAN-Signale, die empfangbar sind. Ihr seht, ich bin hier etwa 5 Meter von meinem Router entfernt. Normale Empfindlichkeit, keine außergewöhnliche Empfindlichkeit, aber eben auch keine schlechte Empfindlichkeit. Was auffällig ist, obwohl das das dort beherrschen müsste, 5 GHz Bereich, Fehlanzeige. Ja, jetzt gehen wir dann wieder zurück, schauen nochmal, hat er mittlerweile einen Fix gefunden. Kann euch beruhigen, er hat immer noch keinen gefunden, also lassen wir ihn ruhig mal noch eine Weile das Satellitensignal suchen. Also das Handy ist für GPS eher schlecht geeignet. Ich habe es jetzt an das Fenster gestellt. Kamera schwenkt ans Fenster, da seht ihr, er fängt schon ein paar mehr, er findet auch einen Fix, aber so ganz toll vom Hocker reißt mich es nicht. Schaut euch mein Video zu dem GPS an. Gehen wir nochmal in den Engineer-Mode. Warum? Ich möchte natürlich auch schon wissen, welche Frequenzen kann das Handy empfangen. Ihr seht also, im GSM, UTMS-Mode gibt es keine Überraschung. Im LTE-Bereich stehen alle in Deutschland momentan üblichen Frequenzbänder zur Verfügung. Auch das Band 20. In den Einstellungen werdet ihr bezüglich SmartWake und dergleichen nichts finden. Da gibt es 2 Apps, die sich in dem App-Drawer befinden. Holt euch die, dann könnt ihr sozusagen das Gestoring einstellen. Da bleibt kein Wunsch offen, man kann vieles konfigurieren. Der Doppelklick ist natürlich das Übliche, funktioniert ausgezeichnet. Man kann auch die Kamera direkt holen, zeige ich euch jetzt mal. Oder das Telefon, das ist noch ein besserer Test. Also einfach ein kleines C, ein großes C eingeben, schon poppt das Telefon auf. Können wir gleich mal den Testanruf realisieren. Hier seht ihr den Fake. Also die 2 Öffnungen sind sozusagen eher Fake. Es kommt nur aus der einen Öffnung ein Ton.
Der Annäherungssensor geht auch, also nicht wundern, wenn er das Handy ans Ohr haltet, geht natürlich das Display während des Telefonierens aus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, über den Annäherungssensor verschiedene andere Dinge zu steuern, zum Beispiel das Auslösen der Kamera. Das zeige ich euch auch. Das heißt also, ich starte die Kamera ab und versuche die Kamera einfach durch das Annähern meiner Hand auszulösen. Geht also zuverlässig. Google Play, ganz wichtig, chinesisches Handy, muss das Google in den App Store haben, beherrschen, beherrscht er auch, so könnt ihr weitere Anwendungen nachinstallieren. Das ist kein simpler Test, ist wichtig für euch. Kamera hat man gerade gesehen, dass die auch funktionsbereit ist. Hier beschäftige ich mich eher mal ein bisschen mit den Einstellungen. Sind also keine unüblichen Einstellungen. Hier seht ihr, welche Megapixel zur Verfügung stehen. Die 13 Megapixel sind natürlich interpoliert. Nativ ist ein 8 Megapixel Chip drin. Fotografieren tut er. Ich kann auch in das Bild reinzoomen. Die Qualität des Bildes könnt ihr jetzt hier nicht beurteilen. Ich hänge euch am Schluss des Videos ein paar Fotografien an. Vielleicht bildet ihr euch darüber ein eigenes Urteil. Ja, auch Webbrowsing ist möglich und siehe da, ich bin da gleich vollständig ein Textreview über dieses Handy. Schaut euch das an, da könnt ihr viele Details nachlesen. Bei China Mobiles bin ich präsent. Hier versuche ich euch zu zeigen, dass natürlich auch YouTube-Videos abspielbar sind. Wir drehen das Ding einfach rum. Sollte das Display mitkommen, wenn man es eingestellt hat, macht es auch. Das heißt also, die Sensoren, die eingebaut sind, sind ausreichend, um die Bildlage zu stabilisieren. Vielleicht noch ein kleiner Klangeindruck über den Musikplayer. Mein Mikrofon mag solche Töne irgendwie nicht, hört er ja. Das Kratzen ist nicht etwa, dringt nicht etwa aus den Lautsprechern, sondern ist eher meinem Mikrofon geschuldet. Ja, und nochmal, wo kommt die Musik eigentlich her? Aus welcher Öffnung oder aus beiden? Da kommt sie raus. Das stört überhaupt nicht, also da kommt keine Musik raus. Also dieser Stereo-Lautsprecher ist nicht fähig. Okay, Queen geht nach Hause. Was zeige ich euch jetzt? Interessante Geschichte, ein langer Klick auf die Home-Taste bringt uns in das Display alle Anwendungen, die in der letzten Zeit geöffnet habe, kann da durchblättern, also die alle, die noch im Rahmen sind. Was ich hier vermisse, ist mit Einschlag alle auszubringen. Können andere Handys das eher hier nicht? Ich muss also jede einzelne rauskippen. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Also entweder ihr schiebt die beiseite, ne? So wie ich das jetzt gerade tue, oder ihr drückt auf das kleine Kreuz und dann verschwindet das Ding diese Anwendung auch aus dem Rahmen. Entschuldigung. Ja, haben sich eine Menge gesammelt. Man kann die dann natürlich auch direkt anwählen. Hier diese WLAN-Anwendung, die ich euch vorher gezeigt habe. Was habe ich noch vorbereitet? Dieser 3D-Test. Den zeige ich immer gern. Nicht aus Gründen dafür, dass ihr 3D spielen könnt, sondern wie verhält sich das, wenn ihr es tun würdet.
Auch diese scheußliche Tonqualität ist mir ja mein Mikrofon geschuldet. Blickwinkel stabil ist es einigermaßen. Hier spielt noch eine Reflexion des Tageslichts eine Rolle. Ich kipp's dann nochmal nach einer anderen Seite. Okay, also es ist einigermaßen blickwinkel stabil. Ein Performance-Wunder ist es nicht. Ich sehe, diese Werte sind eher untere Grenze. Also 3D-Spielefreunde, lasst die Hände von diesem Handy. Aber ich sage es nochmal, das Handy hat andere schöne Eigenschaften, die manchen viel mehr am Herzen liegen. Schauen wir uns nämlich die gute Eigenschaft an. Das ist dieser Akku, also 5380 oder so ähnlich soll er haben. Hat er natürlich nicht ganz, aber mehr als 5000 hat er, und das ist natürlich eine Leistung. Also wenn ich das Ding 3 Tage lang unbeachtet in meiner Tasche tragen kann, das ist mir viel mehr wert als jede Performance bei irgendeinem Spiel, was ich dann sowieso nie tue. Also top Akku ist schon alleine ein Kaufgrund für dieses Handy, finde ich persönlich. Aber andere meinen vielleicht etwas anderes dazu. Dass die prozentuale Anzeige des Akkus nicht oben in der Leiste angezeigt werden kann, das stört dann schon ein bisschen. Habe ich noch nichts gefunden, wo das möglich sein sollte. Interessant ist auch dieses Quick-Menü. Ich zeige euch jetzt etwas, was man selten sieht, nämlich dieser NFC-Ersatz, also die chinesische Version einer berührungslosen Übertragung von Inhalten, von Anwendungen. Ich mache es mit dem mit der Galerie. Also ich versuche jetzt das eine Bild auf das Handy des anderen zu bringen. Dazu müssen die beiden Displays sich gegenüberstehen, eben berühren, und schon ist sozusagen diese Blume auf das andere Handy gewandert. Ich sage es nochmal, beide Handys müssen dieses Hotmark haben, sonst passiert da gar nichts. Zum Schluss zeige ich euch dann noch etwas, was auch super ist, nämlich diese UDG-Eigenschaft. Dass ein Speicher gelesen werden kann, also ein USB-Speicher, ist erstmal nicht so toll ungewöhnlich. Viele vergessen auch, dass über diese Eigenschaft, diese Verbindung, auch andere USB-Geräte anschließbar sind. Hier zunächst erstmal der externe USB-Speicher, ist also funktionsfähig. Ich kann mir die Dateien von diesem Speicher anschauen und trennt ihr bitte den Speicher immer, bevor er rauszieht, sonst kann es passieren, er ist korrupt. Zum Schluss noch, diese Maus spielt eine Rolle, indem ich die natürlich jetzt hier anschließe an dieses ODG-Kabel und prüfe, ob das Handy sich sogar mit einer Maus bedienen ließe. Ich kann jetzt bequem diesen Speicher rausziehen, ich habe mich ja vorher getrennt. Stecke jetzt die Maus an das ODG-Kabel und siehe da, ein Mauszeiger ist auf meinem Display zu sehen. Der hat natürlich nicht nur Touch-Funktionen, sondern ich kann auch ziehen. Und kann natürlich über diese Möglichkeit auch über die virtuelle Tastatur Buchstaben eingeben. Ich glaube, jedes USB-Gerät ist hier anschließbar. Ich habe es noch nicht mit einer Tastatur versucht, aber man könnte es ja auch mal mit einer Tastatur versuchen. Und das sieht man nicht so toll oft in Reviews. Ich habe es euch einfach mal gezeigt. Ja, ich hoffe, ihr seid sozusagen glücklich, ihr habt den Eindruck von dem Handy gewonnen.